Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun, meine Lieben. Unser letzter Vlog aus der Türkei oder halber Vlog aus der Türkei. Wir reisen heute ab. Unsere Koffer stehen schon bereit. Die werde ich nachher packen oder ich werde es meine Tante packen lassen. Die kann das super gut. Ich habe alles mal hierher gerichtet. Meine Mama ist unterwegs, die hat zu tun. Milay spielt draußen, zeige ich euch mal nachher. Und ich mache mir jetzt einen Kaffee und setze mich raus. Und werde da draußen in Ruhe meinen Kaffee trinken. In der Türkei liebe ich das, vor der Haustüre zu sitzen. Heute Abend um 10 Uhr werden wir mit dem Bus losfahren. Und in der Früh um 6 Uhr in Istanbul ankommen. Und dann um 10 Uhr geht es dann mit dem Flieger nach Deutschland. Ich bin ein bisschen traurig, man merkt vielleicht schon an meiner Stimmung. Ich freue mich schon auf Deutschland, auf Robert, auf meinen Mann, auf mein Zuhause. Aber irgendwie meine Heimat wieder. Bei mir jedes Jahr das Gleiche. Das kennt ihr schon von meinem Vlog vom letzten Jahr. Man sagt ja immer, Heimat ist dort, wo man sein Geld verdient, wo es zu Hause ist, wo man lebt und so weiter. Aber ich hänge einfach hier. Ich hänge einfach hier an meiner Heimat in der Türkei, obwohl ich hier bloß 2 Jahre meine Kindheit verbracht habe, die ersten 2 Jahre. Und dann waren wir halt täglich jedes Jahr im Urlaub, 6 Wochen. In diesem Elternhaus hier weiß ich nicht, ob wir da nächstes Jahr noch wohnen werden. Mama will umziehen, weil das jetzt schon ewig alt ist. In unsere Wohnung, die ist ja vermietet, ist eine fast 5-Zimmer-Wohnung. Keine Ahnung, was nächstes Jahr auf uns zukommt und so weiter. Jetzt trinke ich in Ruhe mal meinen Kaffee hier vor der Haustüre hier von unseren Nachbarn. Da ist gerade Schatten. Ich habe zu viel gelabert, glaube ich, aber ich hoffe, dass in Deutschland meine Stimmung besser wird, wenn ich meinen Mann sehe, Robert. Ich war jetzt kurz beim Friseur, habe mir die Augenbrauen zupfen lassen. Meine Stimme heute. Naja, meine Laune, egal. Schaut mal, seht ihr, da hinten schläft, weil hier ein bisschen Schatten ist. Seht ihr? Also, seht ihr, ist Kamera nicht gewohnt. Merkt ihr das? Wenn ich Kira sage, schaut Kira in die Kamera. Aber seht ihr noch nicht. 3 Wochen noch, dann hätte sich seht ihr bestimmt auch an die Kamera gewohnt. Aber egal. Na, seht ihr, was machst du denn, wenn wir gehen? Huh? Was machst du dann? Aber Oma ist da. Oma ist da und dann ist der Ahmed dann später da. Die passen alle auf dich auf, gell? Jo, feiner Hund. Hier werden Koffer gepackt. Da drin auch. Mehr zeige ich euch jetzt nicht. Das ist ein Chaos. Gerade eine Stunde bevor wir losfahren, werden die Koffer gepackt. Meine Tante und die Frau von meinem Cousin machen das. Losgehen. Mega crowded. Unser erster Stopp hier ist in Kütahya. Wir steigen hier in ein anderes Bus ein nach Istanbul und Milay spielt da hinten. Ist keiner da. Ein sehr nettes Café hier. Schaut mal den Hintergrund an. Es ist jetzt nachts 1:15. Eine Stunde müssen wir jetzt hier noch warten. Ich bin wieder da. Das sind wir aber nicht, gell? Gianna am Telefonieren. Endlich angekommen, wir steigen gleich ein. Bei diesem Flug gibt es wieder ein Spielzeug. Was gibt es jetzt? Wir haben kaum geschlafen heute noch. Ich bin so müde. Ist das der gleiche? Ja. Nee, ist nicht dein Ernst. Der Mechaniker, oder? Hallo. Wir starten jetzt gleich wieder in 5 Minuten. Ich bin so müde. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht vorbei aus. Milay hat Papa. Das ist ja der Musa Klinas, ja.
Du bist aber schnell gerannt, hey. Wie hat sie dich bloß entdeckt? So, jetzt haben wir unseren Papa wieder. Alle haben mir geschrieben, film bitte mit, wie du Robert triffst und wie die Wohnung aussieht und die so weiter. Sieht sauber aus. Ja, die sind alle neugierig. Jetzt haben wir unseren Robert wieder. Aber jetzt und zwei Tage lang nämlich geputzt daheim. Ja, und jetzt, meine Lieben, ein Gast kommt noch. Ihr wisst noch gar nicht, den holen wir jetzt auch. Das der ist erkläre ich euch dann später. Vielleicht. Von der Türkei haben wir ihn mitgenommen. Kira! Ja, hey! Ja. Was ist denn? Die kommt gar nicht zu uns! Kira Snooki! Über wen freust du dich da, Mausi? Wie ist das hier? Hä? Die sieht ja voll anders aus. Kira? So, schauen wir uns mal die Wohnung an, ob der Robert hier alles sauber gehalten hat. Und schaut mal die Kira an, die hat sich gleich an ihn gewöhnt. Ha, Kira? Natürlich haben wir hier alles rumstehen, unsere Koffer. Die Küche schaut auch gut aus. Oh, da hat er Trockenfutter für Kira drin. Und schaut mal, wie uns noch begrüßt hat. Mein Silas. Oh mein Gott, die ist gleich runtergelaufen. Und Kiki schaut. Geh, Kira. Schau mal. Für Papa haben wir ein Geschenk gekauft. Der Papa wollte eigentlich nichts haben von der Türkei. Wir wussten nicht, was kaufen wir diesem Mann bitte. Also mach mal auf, wir wollen es sehen. Sonst denken die ja, ich denke gar nicht an dich. Aber den muss man zusammenbauen, glaube ich, erst irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Kann ich auch nicht. Ich habe erst gedacht, es sind Schlappen oder so. Was? Nein. Ich kauf dir doch keine Schlappen. Hä, wo geht das auf? Ja. Schön fein eingepackt, gell? Ja. Was könnte das sein? Eine Uhr zum Zusammenbauen. Eine Uhr zum... Du bist auch so eine Uhr. Ja, das ist doch eine Uhr dran. Ja, aber eine Uhr ist schon dran, aber es ist keine Uhr. Warte, wir bauen es schnell zusammen und dann zeigt man es. Das ist... Hey! Ein neuer Staubfänger. Du bist... Und da ist so ein komisches Datum drauf, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Oh, schaut mal, das habe ich extra draufschreiben lassen. Love, das ist das Geburtsdatum von Millet, oder? Das ist so gemein. Ja, ist unser Hochzeitstag. Ja, genau. Und da haben wir gedacht, da ist eine Uhr drauf. Vielleicht sowas eher für dich auf deinen Schreibtisch als wie Anziehsachen. Gefällt's dir? Ja. Und für was ist das da hinten? Kann man da Stifte reintun oder so? Keine Ahnung, was das ist da hinten, aber ja. Ich weiß, was man machen kann. Da was? Kann man den Ehering dann platzieren. Und da hinhängen so. Idee. Ja, genau, das habe ich. Das Einzige, was wir dir gekauft haben, gell? Mehr gibt's nicht. Schaut mal, meine Lieben. Kira hat Hakan auch vermisst. Oh, Snooki. Die hat mich auch mal vermisst. Ja. Millet hat ihre Haare vor Flocken vermisst. Schmeckt noch? Oh, da hinten. Da hinten, schaut mal sie an. Die machen Zungenbrecher da hinten. Hast du deinen Haferflocken so arg für mich? Oh mein Gott. Man versteht mich schon gar nicht mehr von denen da hinten. Jetzt bin ich aber wirklich geschafft. Richtig fertig. Ich wollte Nachmittag eigentlich mich hinlegen kurz und schlafen, weil in der Nacht im Bus habe ich nicht so richtig schlafen können. Im Flieger, vor lauter Angst nicht. Und dann habe ich noch im Flieger, bin ich so ganz kurz eingenickt und habe dann von meinem toten Onkel geträumt und habe mir gedacht, toll, jetzt sterben wir, jetzt stürzt das Flugzeug ab. So dumm bin ich. Ja, und jetzt heißt es für mich aufräumen. Urlaub ist zu Ende, natürlich. Eigenen Haushalt machen. In der Türkei bin ich richtig verwöhnt geworden. Natürlich. Und hier geht es dann natürlich weiter. Ich habe die Kamera jetzt nicht mal aufgestellt. Der Robert ist jetzt Gassi gegangen mit Mehmet und mit Millet. Dass es dem Mehmet hier nicht langweilig wird, weil er ist es in der Türkei ganz anders gewohnt. Er ist immer draußen und da sind so viele Leute um ihn rum. Und da hat er gesagt, komm, ich nehme ihn mit Gassi, dann kann ich ihm ein bisschen was zeigen von unserer Umgebung und so. Ja. Und dann erzählt euch Robert mal, warum, weshalb wir Mehmet hier nach Deutschland gebracht haben. Ich bin euch ja noch eine Erklärung schuldig. Gestern habe ich sie zwar aufgenommen, nicht aufgenommen, ich habe sie zwar
runtergelabert vor der Kamera, aber habe Rekord vergessen. Jetzt ist ein Tag später und jetzt kommt meine Erklärung zu Mehmet. Der ist bei uns jetzt die nächsten 6 Wochen. Den haben wir letztes Jahr schon eingeladen. Er studiert Ingenieurswesen in der Türkei an einer ganz guten Hochschule. Die Familie unterstützt man finanziell. Es ist ja Aynur's, die steht da, Aynur's Cousin. Und wir wollten den nach Deutschland einladen, damit er Deutsch lernen kann und Englisch, weil ich unterhalte mich mit ihm nur in Englisch. Tut mir gut und ihm. Okay, Frau? Ja. Er lernt Malay Türkisch, Malay lernt ihm Deutsch, Robert lernt ihm Englisch. Ja, ja, so wir machen alle ein bisschen Sprachkurs die nächsten sechs Wochen, genau. Und, ja, wir unterstützen ihn auch ein bisschen, damit er studieren kann, weil seine Familie nicht gut geht in der Türkei, nicht so wohlhabend sind. Und ja, das ist halt, ja, da wollen wir mal was tun zum guten Zweck für ihn. Dass er wenigstens dass er ein bisschen was sieht von der... Von Deutschland. Von der Welt. Von der Welt. Wir werden ja auch noch in Urlaub gehen für 8-9 Tage in die Türkei und da geht er auch in die Türkei, nach Italien, meine ich. Italien, Marina di Venezia. Und dann sieht er natürlich Deutschland, Österreich, Italien und so weiter ein bisschen was und genau. Erweitert seinen Horizont ein bisschen. Mehr habe ich nicht zu erzählen eigentlich. Ja, nächster Tag, meine Stimme ist immer noch so rau irgendwie, ich schaue immer noch so fertig aus. Keine Ahnung. Ja, ich habe noch nicht mal geschaut. Ich schaue aus wie das blühende Leben. Ja, klar, du hast 3 Wochen Urlaub gehabt ohne uns, hast dich erholt. Wisst ihr, was der Robert gesagt hat? Ich habe euch nicht vermisst. Hätte ich mir Urlaub bloß verwendet. Nö, also nicht so wie beim letzten Mal, wo sie drei Wochen. Man gewöhnt sich halt irgendwann dran. Vor 2-3 Jahren, oder so. Ja. Ich fand es richtig cool hier alleine, muss ich sagen. Ich habe richtig rumgegammelt. Ich habe Serien geschaut, Filme geschaut, Internet, gemalt habe ich meine Figuren. Mir ging es auch sehr gut. Eine Woche lang habe ich nur gezockt, Skyrim. Toll. Das gibt es ja schon seit 2012, das habe ich schon jahrelang nicht mehr gespielt und jetzt bin ich wieder voll in dem Fieber. Ich war auch traurig, wie ich nach Hause gefahren bin. Das habt ihr jetzt im Video gesehen, geheult habe ich ohne Ende. Ja, das ist normal, die heult immer. Ja. Wenn man da ich hätte meinen Urlaub ruhig verlängern können, hey. Wenn ich das gewusst hätte, ich habe ihn schon vermisst. Also die letzte Woche habe ich dann... Ihr wolltet ja alle heim. Malay wollte heim, Gian wollte heim. Ja, Gian sowieso. Für ihn war es langweilig. Aber eine Woche, also die letzte Woche, wo ich mir gedacht habe, es wäre schon gut, wenn der Robert jetzt auch mal dabei wäre. Aber ich gehe nächstes Jahr bestimmt wieder in die Heimat. Ja, nächstes Jahr gehe ich auch wieder mit. Ja, ansonsten, wenn er nicht lang bleiben will, gehe ich 2 Wochen früher oder so. Dann kann er nachkommen oder so, dass ich ein bisschen länger bleiben kann. Weil 2 Wochen sind in der Türkei echt zu wenig. Ich habe wieder so viel von meiner Verwandtschaft verpasst, die mich öfters sehen wollen. Mhm. Und andere Städte mal in der Türkei sehen mit dir. Gell? Çanakkale, Ankara und so. Çanakkale wollen wir uns mal anschauen. Ankara muss er noch sehen, ja und so weiter, solche Sachen. Okay, dann machen wir Schluss vom Video. Am nächsten Tag, wir sind so dumm. Ohne Kamera einschalten. Ich laber gestern auch genauso lang wie jetzt, so 3 Minuten lang. Ja, und meine Kamera Frau will heute das Video schneiden und dann sagt sie, die Aufnahme gibt's gar nicht. Ja, wir hab sind eine Erklärung schuldig, habe ich gesagt. Seht ihr mal, ich bin total aus dem Ding raus. Ja, ich nehme hier auf mit der Kamera und vergesse auf Aufnahme zu drücken. Genau, okay, also meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Unsere nächsten Vlogs sind wieder von Deutschland. Wir sind back at home. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.